Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wieder was von Snapseller. Ich habe ja, wie gesagt, schon das Unboxing gemacht, Vor-Unboxing gemacht, im Livestream. Aber jetzt machen wir es mal richtig. Wir haben hier eine Tüte und ein paar Aufkleber. So. Und hier haben wir dann eine Platte. Die werden wir nachher auch unter die PS5 machen, PS4 machen. PS5 habe ich ja eben schon gemacht, das Video dazu. Das ist der Standfuß für die PS4, PS5 mit Beleuchtung. Das werden wir nachher dann mal beide anschließen und testen. Hier haben wir jetzt einen Standfuß für die PS4. Auch wieder beide Seiten ist hier Folie drauf. Also braucht keine Angst haben. Ihr macht die einfach. Ja, kann ich euch nochmal zeigen. Hier oben. Hier kann man die Folie dann abmachen. Warte, mach mal lieber so. So. Hier kann man die. Wo haben wir denn da? Da. Hier kann man die Folie abmachen. Und auf der anderen Seite sieht man ja schon hier so ein bisschen. So. Da kann man auch die Folie abmachen. Ja. Dann haben wir auch noch Aufkleber wieder mit im Paket von Snapseller. Davon habe ich jetzt leider nur eins. Also das werde ich nicht verlosen. Das ist für meine PlayStation. Und so, in der Tüte haben wir wieder ein USB mit Fernbedienung. Das zeige ich euch gleich auch noch genauer. Und ein längeres LED-Band. Ja? Mit Kleber. Das ist das LED-Band. Seht ihr das? Ja. Das seht ihr. Okay. So. Wir machen das mal hier lose. Wir stecken das auch gleich mal in den Strom, damit wir uns das angucken können. Ich lege es jetzt erstmal nur rein. Das hält auch ohne Kleber schon mal ganz gut. Auch wieder exakt die Länge. Passt super. So, wir drehen es einmal um. Fernbedienung dann nach unten, also die Fernbedienungselemente kommen nach unten. Ich finde das Loch wieder nicht. Moment, Leute. Ich um meinen Tatterich hier. So, jetzt haben wir es aber. Ich mache noch mal das Licht aus. So, ihr seht jetzt praktisch Flashlight. Ja, wir haben halt, wie gesagt, verschiedene Modis. Wir können auch, wartet mal, ich muss ja noch mal gucken, wo die Knöpfe sind. Hier, hier. Das aus und dann. Ich mache mal nur auf Licht, also auf grün. So, und dann haben wir hier verschiedene Helligkeitsstufen. Sieben Stück. Und dann haben wir halt natürlich auch verschiedene Farben, die wir einstellen können.
Türkis werde ich machen. Ich finde Türkis einfach toll. So, und dann haben wir aber auch verschiedene Modis. Hier diese schnelle zum Beispiel. Kann man dann halt auch die Schnelligkeit einstellen. Seht ihr, jetzt ist es halt langsam. Wenn ich jetzt ein paar Mal raufdrücke, dann geht es ja schnell. Nochmal Modi. Dann kommen jetzt die verschiedenen Farben. Und dann kommt jetzt hier der Rainbow-Effekt. So, und dann seht ihr, dass das jetzt hier ziemlich schnell wird. Das macht ihr dann mit der Helligkeitstaste. Und wir können halt auch langsamer. Jetzt machen wir aber mal hier. Das ist viel zu extrem für mich. Hier haben wir das halt mit den Übergängen nochmal. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, wenn so verschiedene Farben ineinander übergehen. So habe ich es an meiner Tastatur auch. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich möchte jetzt wieder Farbe haben, einfach nur mal eine Farbe, dann drückt ihr einfach den Farbknopf bis zu der gewünschten Farbe und dann ist die drauf. So. Wir können uns das auch mal angucken, wie aussieht, weil eine PS4 habe ich ja hier. Ah, die Pro von meiner Tochter steht nämlich hier. So. Ist auch exakt zugeschnitten, dass der Standfuß halt nicht vorne oder hinten überguckt oder irgendwas dergleichen. Der ist wirklich exakt genauso groß wie die Unterseite der PS4 Pro. So, ich mache das mal ein Stück weiter weg, das, oder? Nee, Quatsch, ihr seht es ja. So. Und dann machen wir mal Licht aus. Ja, also leuchtet dann praktisch hier ringsherum. Und wenn ihr dann eine andere Farbe haben wollt, könnt ihr jederzeit hier PlayStation Blau zum Beispiel nehmen. Da. PlayStation Blau. Ich hoffe, das kommt über die Kamera auch so gut rüber. Weil bei dem kleinen Display sehe ich das halt immer nicht so gut. So. Und wie ihr hier seht, leuchtet das wirklich sehr intensiv über die ganze Fläche. Finde ich sehr schön. Und reinmachen tut man das ganz normal. Reinkleben dann. Man könnte, bräuchte das eigentlich nicht mehr kleben. Viele haben wohl gesagt, man soll, habe ich nämlich in den Kommentaren gelesen, man soll mal versuchen, wie das aussieht, wenn man die LEDs nach oben macht. Die halten ja fest, auch so. Ob es dann intensiver ist, das können wir jetzt gleich mal testen. Also das ist vom Hersteller nicht so gewollt, aber wir können das einfach mal testen. Finde ich jetzt eher nicht, dass es heller ist. Ich mache noch mal Licht aus.
Nee, finde ich jetzt eher nicht. Finde ich eher nicht und. Ich finde es halt in der Vorgabe vom Hersteller halt wirklich wesentlich am besten. Das jetzt hier nicht mal reinkleben. Das hält so gut fest. Da brauche ich nichts kleben. Kann ich immer noch machen. Aber eigentlich soll man es festkleben. Und es passt wirklich bis hinten hin. Super perfekt. Warte mal, ich muss noch mal ein Stück. So. Nee, ich lasse es so. Ich lasse es so mit den LEDs nach unten, finde ich am schönsten. So, ich lasse jedenfalls mit den LEDs nach unten, das ist ganz gut. Ich habe es im Video davor schon gesagt, aber für die Leute, die sich jetzt eher für die PS4 interessieren oder PS4 Pro, also ihr könnt da halt nur eine PS4 Slim oder eine PS4 Pro, eine PS4 normal draufstellen. Ja, die normale habe ich jetzt nicht da. Die hatte, nee, die war doch, die müsste eigentlich die gleichen Abmaße haben. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Wenn ihr das jetzt woanders hin haben wollt, also auf dem Lowboard, auf dem Sideboard und jetzt nicht der Platz oder die Länge da ist, weil ihr vielleicht eine PS4 Slim habt, die nur hinten, nur vorne zwei USB hat und da habt ihr dann die Kamera dran und eine externe Festplatte. Bei der PS4 Pro hätten wir dann praktisch vorne zwei und hinten ein USB, wobei hinten halt auch die Festplatte bei meiner angeschlossen ist, weil ich das schöner finde, wenn das alles nach hinten weg ist, dass ich vorne keine Kabel habe, weil wenn meine Tochter, die Kleine, die ist zwei, da ran geht, kann die abzubbeln, rumzubbeln, das ist halt nicht so toll. Deswegen werde ich das über die Steckdose machen mit einem Wandadapter, beziehungsweise ich habe eine Steckdose, wo schon drei oder nee, vier USB-Anschlüsse dran sind. Wenn ihr das auch machen wollt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich sage auch nochmal die Warnung an euch: Nehmt nicht so ein Alexa teil. Wäre rein theoretisch möglich, das zu nehmen. Ich weiß aber nicht, welche LED verbaut sind. Und es gibt verschiedene LED-Formen, LED-Streifen. Das sehe ich bei mir hier zum Beispiel in meiner Wohnung auch. Ich habe mehrere LED-Streifen verbaut und überwiegende Teil von den LED-Streifen hast du halt die Farbe, die du einstellen kannst und die Helligkeit. Ja, Gas und Pegel für hoch und runter. Bei den LED-Streifen um mein Bild rum, die ich mir damals mal geholt hatte, ist es ein bisschen anders. Da hat man dann die Farbe, die man auswählen kann, die Helligkeit und die, ja, die Intensität der einzelnen Farbe. Da kann man aus einem Türkis ganz schnell mal ein Weiß machen, indem man die Intensität der Farbe runterschraubt. Da ist dann nicht jede LED kompatibel. Ich habe es bei meiner LED gesehen. Ich habe dann halt da dann halt an die LED mit einem Adapter noch eine andere rangeballert, die hinterm Bild ist, dass das Bild hinten auch noch ein bisschen beleuchtet ist. Das erste hat es mir durchgefeuert, wo ich dann das eingestellt habe mit den Farben. Jetzt habe ich dann eine andere LED hinten drin und habe das halt mit einem Y-Kabel gelöst, dass ich praktisch das zwar alles einstelle, aber das nicht halt mit direkt betroffen ist. Das geht dann schon was besser. Wie gesagt, ihr wisst nicht, welche LED, ich weiß nicht, welche LED verbaut ist. Nimmt sowas nicht. Damit könnt ihr eure LED schädigen. Rein theoretisch. Ja? Also das nicht. Wenn ihr den verlängern wollt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal könnt ihr ein USB-Verlängerungskabel holen, also USB auf USB. Das ist ja hier ganz normal so ein USB-A. Und da gibt es für Adapter, den macht ihr hier ran und könntet verlängern.
Ist kein Problem. Habe ich sogar, glaube ich, von Kabel direkt noch hier. So. Kann ich euch das mal zeigen? Da wäre halt einmal die Möglichkeit, mit so einem Adapter zu arbeiten. Das habt ihr dann praktisch, ich zoome mal ein Stück ran. Da habt ihr dann praktisch hier so ein, na, machen wir mal so, dann pegelt sie sich ein. Ja, das macht dann ganz normal ein USB-Kabel rein. So. Und dann könnt ihr den praktisch verlängern, wenn ihr weiter müsst. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ohne was so kaputt zu machen, mit einem LED-Verlängerungskabel. Das ist jetzt ein 3-Meter-Kabel. Also, ja, da habt ihr praktisch dann, so wie bei dem LED-Band halt, ja, die sind eigentlich alle Bäder so aus, ohne was. Ich habe hier an einen schon so Nippel reingemacht. Die sind halt gleich mit bei. Sieht man es? Da, ja. Normalerweise ist das auch so wie hier, ohne was. Und dann könnt ihr praktisch die mit hier reinstecken und die ohne praktisch ins LED-Band. Und dann könnt ihr das auch verlängern. Ohne Probleme, ohne dass irgendwas kaputt geht, ohne dass ihr euch irgendwelche Sorgen machen könnt. Mist. Diese Möglichkeiten habt ihr auch, um das zu verlängern. Ich werde mal die verschiedenen Möglichkeiten für die Verlängerung unten in die Videobeschreibung noch mit reinmachen. Das für LED-Streifen, die Verlängerung, die gibt es ganz normal. Ich habe jetzt hier 3 Meter, ist für das Kinderzimmer gedacht, für die Decke, weil die Große da LED-Streifen dran haben möchte. Die gibt es in halben Meter, Meter, 2 Meter, 3 Meter, in verschiedenen Längen gibt es die. So, dann werden wir das mal hier abmachen. Und dann werden wir das gleich mal anschließen. Ihr habt es ja jetzt hier bei dem schon gesehen. Ihr werdet es aber gleich nochmal sehen, wenn wir die Folie richtig abziehen und das unter die PS4 stellen. PS4 Pro. Jetzt ist es ja hier bei der PS4 Pro von meiner Tochter gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das hinten ran schnippel oder ob ich dann separates Video mache. Ich habe noch keine Ahnung. Ich verabschiede mich erstmal. Für jetzt. Wir haben auch noch mehr. Wir haben auch noch im nächsten Video werden wir dann eine Wandhalterung noch testen. Da wird es auch eine zu verlosen geben. Eine Wandhalterung. Und wir haben auch noch eine Wandhalterung für die PS5. Die wird auch verlost. Ja, also da ist einiges noch, was kommt. Da werde ich ein separates Video zu machen. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. eBay Shop, Amazon Shop, Instagram, also von Snapseller. Könnt ihr gerne mal reingucken. Da sind Haufen Bilder, wo ihr dann mal mit den verschiedenen Farben im Dunkeln seht oder so. Auch die anderen Wandhalterungen oder so, falls euch das interessiert. Gibt es auch für die Xbox, für die Switch. Kommt alles noch. Kommt alles noch. Ich bin jetzt aber erstmal weg. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.